Willkommen bei der Foodshow und willkommen Pringles. Aber Pringles in der Pizza-Edition. Kannte ich noch gar nicht. Ist auch eine Version, die es gar nicht in Deutschland gibt. Die Version haben wir gestern gekauft im Bielefeld, im Loom. Also Loom ist ein Einkaufszentrum in Bielefeld. Und da gibt es die Süßwaren-Profis. Also da gibt es mehrere Sachen zu kaufen. Öfters mal auch so B-Ware, Sachen aus Italien, aus dem Ausland. Wie diese auch. Ihr seht nämlich auch englisches Etikett. Also es ist keine deutsche Ware. Ja, Pizza. Wir schauen mal, was es kann von den Nährwerten. Einmal zur Info natürlich für euch immer. Hier ist eine Portion benannt. Also eine Portion beläuft sich hier auf 15 Pringles-Chips. Und diese 15 Chips haben, ich hatte es gerade gelesen, jetzt ist es aber gerade wieder verschwunden. Ja. Wir tragen 150 Kalorien. Jetzt muss ich gerade selber nochmal suchen. Also, 15 Chips haben 150 Kalorien. Schauen wir mal, was es kann. Insgesamt vom Geschmack. Ich habe sie noch nicht geöffnet. Da bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich nach Pizza schmeckt. Weil wir hatten ja hier auch schon den Pizza-Burger. Der war, finde ich, keine Pizza. Boah, geruchlich. Man sagt, ist okay. Riecht jetzt nicht wirklich, finde ich, nach Pizza. Also das soll, denke ich mal, soll eine Margarita sein, hauptsächlich. Also denke ich mal, Käse, Tomate wird mich jetzt hier erwarten. Riecht aber noch was anderes. Ja, also ist nicht schlecht. Schmeckt, finde ich, aber mehr. Also man sieht jetzt hier auch das Tomatenpulver, wie ihr das gut sehen könnt. Danach, finde ich, schmeckt es auch meistens nur. Also ist nicht schlecht, aber es schmeckt halt mit einem Kartoffelchip mit Tomatenpulver. Also ist vielleicht eine ganz leichte Note, dass da irgendwie was anderes noch mit dabei ist. Aber wie eine Pizza, finde ich, schmeckt das nicht. Also ich weiß nicht, was für eine Pizza. Vielleicht so eine günstige Fertigpizza aus dem Discounter, die nicht nach viel schmeckt. Das könnte in die Richtung gehen. Aber dazu sagen, dass das Pizzageschmack ist, finde ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Also ist okay, kann man mal essen. Also die Dose werde ich auch noch wegsnacken. Schmeckt jetzt nicht schlecht. Ist aber, finde ich, jetzt nicht Pizza-Flavor. Da habe ich mir was anderes unterwartet. Also hätte ich echt so ein bisschen Käse. Also man kriegt ja Käse heutzutage hin. Und Sour Cream and Onion gibt es ja auch. Das ist ja auch mit Käsearoma teilweise mit drin. Ein bisschen Käsearoma fehlt mir hier. Und halt, es schmeckt halt nach Tomatenpulver. Ist okay, kann man essen. Kriegt von mir aber nur eine 5 von 10. Also ist jetzt kein Mega-Produkt. Ist jetzt auch nicht grottenschlecht. 5 ist für mich so ein Mittelwert. Kann man mal essen, muss man nicht essen. Ja, wie es ihr findet. Vielleicht findet ihr diese Pringles-Sorte mal. Wenn ihr die mal entdeckt, sagt, könnt ihr sie euch vielleicht mal holen, wenn ihr da Interesse dran habt. In Bielefeld bekommt ihr sie aktuell sogar. Also wenn ihr in der Nähe wohnt, fahrt da mal vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Folgt mir auch auf Instagram und auf Facebook. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.